Freut mich, dass ihr wieder da seid. Wieder bei Schools Easy natürlich. Heute gibt es mal ein bisschen was Englisches. Nach all den Mathe-Videos kommt jetzt mal wieder Englisch. Und zwar geht es heute mal ums Future, also um die Zukunft. Es gibt leider vier verschiedene Möglichkeiten, wie man die Zukunft bildet. Und bei jeder gibt es einen Grund, weshalb man sie nehmen sollte oder weshalb man jetzt eine andere Version nimmt. Wir fangen mal mit den einfachen an und vor allem auch mit den Versionen, die ihr eigentlich schon kennt. Es gibt das Present Progressive. Ihr erinnert euch, das war das mit der Ing-Form hinten, bei dem man noch dieses Hilfsverb von to be braucht. Das darf man immer dann als Zukunftsform nehmen, wenn man noch eine feste Zeitangabe hat. Wobei man die in Ausnahmefällen auch mal weglassen kann, aber als Hinweis ist sie wirklich praktisch. Wenn ihr also irgendwas fest vorhabt oder wisst, das wird auf jeden Fall eintreten, wie zum Beispiel, dass ihr nächstes Jahr, was weiß ich, ein Praktikum beim Zahnarzt macht oder so irgendwas. Dann könnt ihr Present Progressive verwenden. Das würde dann in etwa so aussehen. I'm working as a teacher next year. I'm working für Present Progressive und die Zeitangabe wäre next year. Genauso gibt es auch das Simple Present nochmal in der Zukunftsform, obwohl es ja beides mal Present, also Gegenwart heißt. Das verwendet ihr dann, wenn etwas immer und immer wieder genauso passiert. Also nicht nur passiert ist, sondern auch wiederkommen wird. Wie zum Beispiel, dass er jeden Morgen in die Schule geht. Dann habt ihr in diesem Beispiel The train leaves at 7:30. Ist ja im Regelfall jeden Tag so, dass der Zug eben um die gleiche Uhrzeit abfährt. Leaves, simple present, 7:30 ist dann das Zeichen dafür, dass es eben immer passiert. Das sind die normalen Formen, die ihr schon kennt als Gegenwartsform. Jetzt gibt es noch die beiden Future-Formen und die erkläre ich euch jetzt. Es gibt aber noch das Going to Future und das Will Future. Beides mal mit Future hinten dran. Das heißt, es ist auch wirklich eine Zukunftsform, die auch eigentlich nur dafür verwendet wird, die Zukunft auszudrücken. Das Going to Future verwendet man, wenn man etwas sicher vorhat oder wenn man davon ausgeht, dass ein Ereignis eintritt. Also zum Beispiel, I'm going to see a friend. Das sage ich jetzt. Wenn ich nach der Schule zu meiner Mutter sage, dass ich noch irgendwo hin möchte, um jemanden zu treffen. Genauso könnte ich sagen, morgen werde ich in die Schule gehen, weil ich davon ausgehe, dass es wieder eintritt. Ihr merkt schon, das hatten wir bei Simple Present auch schon. Da war aber der Zusammenhang ein anderer. Genau das ist es, was die Future-Form, also die Zukunftsform, so kompliziert machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Going to Future wird gebildet mit einer Form von to be, also in dem Fall am. Und dann kommt going to als Klausel, da kann man auch nichts zwischen reinschieben. Und dann kommt noch der Infinitiv vom Verb. Hier kann man eigentlich auch nichts zwischen reinschieben. Da gibt es aber sicherlich ein paar Ausnahmen, über die ich mir leider vor dem Video noch keine Gedanken gemacht habe. Verzeihung. Das Will Future benutzt man zum einen, wenn man sagen möchte, dass irgendwas vom Wetter abhängt. Klingt total verrückt, aber es gibt im Englischen wirklich die Regel, wenn man sagt, es wird regnen, dann nimmt man das will. Man sagt nicht, it's going to rain, man sagt wirklich, it will rain. Will Future nimmt man auch, wenn man spontan ist. Also wenn ich sage, eigentlich wollte ich jetzt meine Hausaufgaben machen, aber ach, ich könnte auch noch einen Spaziergang machen. Dann nimmt man will. Auch eine komische Regel, das gibt es bei uns im Deutschen auch nicht. Außerdem kommt auch beim Will Future vor, wenn man davon ausgeht, dass irgendwas passieren wird. Also zum Beispiel, dass man morgen in die Schule geht. Dann kann man wieder Will Future nehmen. Ansonsten nimmt man das Will Future, wenn man von etwas fest überzeugt ist. Also zum Beispiel, we will marry next summer. Da steht fest, da wird man wahrscheinlich auch schon am Plan sein. Und dann sagt man, das wird eben so sein. Das Will Future wird gebildet mit will und dann die Infinitivform vom Verb. Egal in welcher Person, es gibt kein wills oder so, das ist einfach will. Die Verneinung hiervon ist won't. Schreibe ich euch gleich mal noch an. Won't und will kann man abkürzen mit Apostroph Doppel-L. Das ist euch vielleicht das ein oder andere Mal schon begegnet. Ja, ihr merkt also, die Zukunftsformen, die sind ein bisschen komplizierter, weil man irgendwie vier unterschiedliche Sätze haben kann, die alle das gleiche bedeuten, aber jedes Mal eine andere Form haben. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem ein bisschen folgen und ich habe euch die Future-Form ein bisschen näher gebracht. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Weise darauf hin, ihr dürft mir auf Twitter folgen, wenn ihr möchtet. Link findet ihr in den weiteren Informationen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.